Am nächsten Tag mache ich mich auf den Weg von St. Louis nach Atlanta. Die Hauptstadt des Bundesstaates Georgia liegt etwa 2 Flugstunden entfernt. Insgesamt leben knapp 6 Millionen Menschen im Umland der Stadt. Auch Sharons Vater soll hierher gezogen sein. Ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich keine andere Chance habe, als hier nach Gregory weiterzusuchen. Also ich komme bei dieser Suche wirklich nur in ganz, ganz kleinen Schritten voran. Das Letzte, was ich ja jetzt erfahren habe, ist, dass Gregory vor mindestens 20 Jahren hier nach Atlanta umgezogen sein soll und wohl als Truckerfahrer arbeitet. Ich habe jetzt gestern Abend im Hotel schon mal recherchiert und es gibt hier im Großraum Atlanta sage und schreibe mehr als 1000 Speditionen. Deswegen habe ich mich entschlossen, jetzt erstmal was ganz anderes zu versuchen. Laut einer aktuellen Erhebung gibt es in den gesamten USA über 1,7 Millionen Trucker. Ich habe keine Ahnung, ob Sharons Vater diesen Beruf immer noch ausübt. Aber ich habe nur noch diesen einen Hinweis. Unverkennbar Autoruf. Um Sharons Vater zu finden, steuere ich einen beliebten Platz an, an dem Trucker gerne ihre Pause einlegen. Denn ich habe einen Plan. Also, ich muss jetzt versuchen, möglichst viele Trucker zu erreichen. Und dazu brauche ich natürlich deren Unterstützung. Das bedeutet, ich suche einen Trucker, der im Funknetz meine Suche nach Gregory durchgibt. Das ist ein bisschen wie in dem Lied. Ruf Teddybär 14. Kennen noch manche, ne? Hi, Sir. Entschuldigen Sie. Hi. Ich bin Julia aus Deutschland. Wow, sind Sie stark. Strong man. I'm from Germany. Ja, du darfst in Deutschland sprechen. Gar kein Problem. Sind Sie Deutscher? Nein, nein, von Holland. Ein Niederländer. Aber Sie leben hier? Ja, nein, in Kanada. Ah, okay. Ich habe eine große Bitte. Ich suche diesen Mann, der ist Truckerfahrer, weil seine Tochter ihn sucht. Ja. Könnten Sie vielleicht mit dem Funk eine Durchsage machen? Dass ich Gregory Smith suche, ist es möglich? Sind die Jungs hier vernetzt mit Funk? Meisten. Aber meisten? Meine Arbeit ist für ganz gut. Ah, okay, alles das, klar. Das geht nur vielleicht 1 Kilometer. Ah, okay, alles klar. Dann versuche ich einfach jemanden zu besten, finden. Am besten du suchst einen Lastwagen. Ja. Der hat die ganz große Antenne mit dem Wirbel around. Okay. Ist jetzt keiner hier, ne? Doch, ich gucke mal. Ich werde ihn fragen. Da. Okay, der sieht gut aus. Ja. Super, alles klar. Und schon lange weg von Holland? Seit 30 Jahren. Alles klar. Aber Ihnen kommt er nicht bekannt vor, ein Kollege? Nee. Okay. Überhaupt nicht. Alles klar. Ich gebe nicht mehr die Hand, sonst bricht die mir. Ich werde das gut machen, diesen Tag. Alles klar. Alles klar. Tschüss, alles Gute. Viel Success damit. Dankeschön. Tschüss. Ernsthaft? Ich habe meine Finger knacken hören. So hat mir noch niemand die Hand gegeben. Oh. Hi. I need some help. Ich brauche Hilfe. Ich komme aus Deutschland und suche einen vermissten Vater. Okay. Ich weiß, dass er LKW-Fahrer ist. Ich versuche, so viele Trucker wie möglich zu erreichen. Wäre es möglich, einen Funkspruch abzusetzen? Would it be possible to do an announcement with your, how do you say? Ich habe leider momentan kein Funkgerät an Bord. Tut mir leid. Aber Sie kennen nicht zufällig einen Gregory Smith. Nein. Trotzdem vielen Dank. Auf Wiedersehen. Nicht so einfach mit den harten Jungs hier. Ich dachte, die haben alle Funk und Funken den ganzen Tag. Ich versuche weiter, einen Fahrer zu finden, der MCB-Funk mit großer Reichweite sendet und mir den Gefallen tut, den Aufruf nach Gregory abzusetzen. Noch kann ich niemanden finden und dann wird meine Suche auch noch abrupt unterbrochen. Okay, thank you. Hey, Sie da. Hi, dürfen wir nicht mehr weitermachen? Ja, okay, we are here. Verlassen Sie sofort das Gelände, sonst rufe ich die Polizei. Aber ich versuche doch nur, eine vermisste Person zu finden. Es ist ja nichts Schlimmes. No, y'all have to leave. Nein, verlassen Sie sofort das Gelände. Alles klar, ich bin weg. Damit habe ich nicht gerechnet. Aber der Parkplatz ist privat und wird bewacht.
Aber so leicht gebe ich nicht auf und versuche es draußen, vor dem Tor, an der Geländezufahrt. Hi. Hallo, ich brauche Hilfe. Ich komme aus Deutschland und suche jemanden. Seine Tochter sucht ihn. Er ist Trucker und sein Name ist Gregory Smith. Wo soll der denn herkommen? I don't know anything. I had the hope that someone. Ich weiß nicht. Ich hatte gehofft, dass jemand einen Aufruf über Funk absetzen könnte. Würden Sie das für mich machen? About the name. Do you think? Denken Sie, wir können das machen? Klar. Das wäre super. Passen Sie auf, er ist ein vermisster Vater. Seine Tochter aus Deutschland sucht nach ihm und sein Name ist Gregory Smith. An alle Trucker, die mich hören können. Ein Fahrer namens Gregory Smith wird vermisst. Gregory Smith. Seine Tochter Sharon. Seine Tochter Sharon. Aus Deutschland sucht nach ihm. Aus Deutschland sucht nach ihm. Ich wiederhole, ein Gregory Smith wird gesucht. Seine Tochter Sharon aus Deutschland sucht nach ihm. Sie können gerne meine Nummer durchgeben. Wenn jemand was weiß, soll er anrufen. Meldet euch unter folgender Telefonnummer 314-319-30. Deine Tochter aus Deutschland sucht dich dringend. Vielen Dank, das ist ja so nett von Ihnen. Gern geschehen. Sie haben mir sehr geholfen. Vielen Dank. Bless you. Thank you, sir. Bye. Super, doch noch Glück gehabt. Für mich heißt es jetzt abwarten, ob ich mit dem Aufruf Glück habe. Ich nutze die Zeit, um weiter zu recherchieren und kontaktiere die größten Speditionen der Stadt. Dass man Sharons Vater hier sofort kennt, davon gehe ich natürlich nicht aus. Aber wie auf dem Parkplatz die Trucker, bitte ich auch die Speditionsangestellten, sich umzuhören. Viele versprechen, mir zu helfen. Okay, es war ein langer Tag. Ich habe jetzt versucht, die Suche nach Sharons Vater möglichst breit zu streuen. Zum einen über das Funknetz der Trucker, bei allen Speditionen, die ich erreichen konnte, und bei den Trucker-Vereinigungen. Mehr kann ich im Moment nicht tun. Zwei Tage später, nach einigen sehr vagen Hinweisen, gibt es nun endlich handfeste Neuigkeiten bei meiner Suche nach Sharons Vater. Also es gab tatsächlich ganz viele Rückmeldungen zu meinen Aufrufen und Recherchen, aber die meisten davon führen ins Leere. Allerdings klang eine Nachricht sehr vielversprechend. Ein Truckerfahrer namens Patrick hat mir geschrieben, dass er 100% sicher ist, Sharons Vater zu kennen. Und deswegen habe ich jetzt die Möglichkeit, mich mit ihm zu treffen. Ich fahre hinaus an den Stadtrand von Atlanta, um diesen Patrick zu treffen. Also als Patrick mir gemailt hat, war er wohl ungefähr 200 Meilen vor Atlanta und müsste jetzt auch dann da sein. Wir sind nämlich an einem Diner verabredet. Der mögliche Arbeitskollege von Sharons Vater kommt nicht aus Atlanta. Er ist aber heute in der Stadt, um Besorgung zu machen. Ich bin etwas zu früh am Treffpunkt und halte nach Patrick Ausschau. So, hoffentlich kommt er. Ich muss nicht lange warten. Auch Patrick ist überpünktlich. Kann er mir nun wirklich helfen? Und ist dies endlich der Durchbruch in meiner Suche? So, you wrote me an email. Sie haben mir also die Nachricht geschrieben. Ich bin sehr gespannt, denn ich suche Gregory dringend. Vielleicht erkennen Sie ihn auf diesem Foto. Ist das der Gregory, den Sie kennen? Ja, das ist er. Heute sieht er aber nicht mehr so aus. Oh ja, das ist ja ein sehr altes Foto. Warum suchen Sie nach ihm? Tatsächlich, ich bin auf der richtigen Spur. Ich erfahre, dass Patrick mit Sharons Vater lange Zeit in der gleichen Spedition gearbeitet hat. Die beiden Kollegen kannten sich nicht besonders gut. Trotzdem kann mir der freundliche Trucker entscheidend weiterhelfen. Ich könnte ihn anrufen. Sie haben seine Nummer? Klar. Wirklich? Einen Moment. Okay. Ach, wie cool, der hat seine Telefonnummer. Er geht nicht ran. Vielleicht ist es sogar besser so, denn ich würde lieber persönlich mit ihm sprechen. Die Sache ist ja sehr privat. Würden Sie mir seine Adresse geben? Na klar. Ich mache ihm ein Foto. In Ordnung.
Super. Ich bin so froh, dass Sie sich bei mir gemeldet haben. Sie haben mir wirklich sehr geholfen. Ich bin froh, dass ich helfen konnte. Vielen Dank. Dann gehe ich jetzt mal Mittagessen. Alles klar. Guten Appetit. Danke, Patrick. Thank you, Patrick. Bye, bye. Ja, das ist vielleicht jetzt endlich der Durchbruch. Aber 100% sicher, dass ich Sharons Vater gefunden habe, bin ich erst, wenn er wirklich vor mir steht. Ein paar Tage später. Ich habe Sharon nach Atlanta eingeladen, um ihr von meiner Suche zu berichten. Hallo! Sieht aber schwer aus. Hallo! Hi. Willkommen in den USA. Ja. Na, wie war denn die Reise? Ja, angenehm. Ja, etwas bisschen Angst gehabt. Angst gehabt. Aber ja, es ging. Nein, komm erst mal mit. Sharon, ich habe dir ja versprochen, dass ich nach deinem Papa suchen werde. Genau. Und ich habe sehr viele Spuren hier verfolgt. Und ich habe tatsächlich irgendwann auf meiner Suche einen Hinweis bekommen, wo dein Papa leben soll. Das ist eine Adresse in Atlanta. Und dazu möchte ich dir gern was zeigen. Okay. Hm? Ja. Guck mal. Einige Tage zuvor in Atlanta. Ich fahre zu der Adresse, die ich von Gregorys ehemaligen Kollegen bekommen habe. So, das ist das Viertel. Und jetzt suche ich das Apartment 1007. Hier ist die 1001, 1002, dann muss es da hinten sein. Ich park hier mal. So, 1007, siehst du. Wer ist da? Hi. Hallo, mein Name ist Julia. Hi. Hallo. Hi, my name is Julia. Hi. Du bist aber nicht Gregory. Nein. Ich suche Gregory Smith. Kennst du ihn? Ja, ich kenne ihn. Er lebt hier aber nicht mehr. Er ist vor kurzem umgezogen. Aber das war sein Apartment. Genau. Wo ist er denn hingezogen? Nicht weit weg, nur ein paar Blocks von hier. Darf ich dir ein Bild zeigen, um sicher zu gehen, dass wir über den gleichen Gregory sprechen? Erkennst du ihn? Das ist er. Aber da war er um einiges jünger. Wie heißt du? Ich heiße Brian. Ist er ein Freund von dir oder woher kennst du ihn? Wir arbeiten zusammen in der gleichen Firma. Zufälligerweise wohnten wir am selben Ort. Und dann ist er umgezogen? Genau, nur ein paar Blocks weiter. I see. Ich verstehe. Ich suche Gregory, weil jemand aus Deutschland ihn vermisst. Jemand, der ihm nahe steht? Ja, jemand aus der Familie. Wusstest du, dass er mal in Deutschland gelebt hat? Ja, er hat mir ein paar Geschichten davon erzählt. Weißt du denn, ob er gerade zu Hause ist? Kannst du mir seine Anschrift geben? Ich glaube nicht, dass er jetzt zu Hause ist. Normalerweise ist er um die Zeit im Park. Im Park? Er spielt dort immer mit den Kids Basketball. Und da ist er jetzt gerade. So, you think he's there now? He should be there. Da bin ich mir sicher. Kannst du mir sagen, wo das genau ist? I can write it down. Ich kann es dir aufschreiben. Okay. I'll be right back. Ich bin gleich zurück. Vielen Dank. Schade. Also gut, er kennt ihn, aber er ist nun mal nicht hier. Oh, you wrote it down? Hast du alles aufgeschrieben? Es ist hier ganz in der Nähe, richtig? Ja, nur ein paar Straßen weiter. Cool, Brian. So, do me a favor, don't... Kannst du mir versprechen, ihn nicht anzurufen? Ich möchte ihn überraschen. Okay. Geht klar. Danke dir. Gern geschehen. Alles Gute für dich. See you. Oh Gott. Oh Gott. Ich bin dann natürlich sofort zu diesem Basketballplatz gefahren. Wir gucken gleich weiter, ja? Da ist der Basketballplatz. Da muss ich hin. Ich sehe eigentlich nur junge Leute da.
Da hinten ist jemand. Da hinten, das könnte sein, ist der Einzige, der vom Alter passt, soweit ich das sehen kann. Ich gehe einfach mal rein. Ich frage den Mann da hinten, das könnte doch sein, oder? Excuse me? Entschuldigung? Gregory? Sind Sie Gregory Smith? Can you... Das ist er. Hört auf jeden Fall auf den Namen. Hi! How you doing? You're Gregory? Sind Sie Gregory? Ja, der bin ich. Ich bin Julia. Ja, guten Tag. My name is Julia. Ich komme aus Deutschland und Sie könnten derjenige sein, den ich suche. Darf ich fragen, ob Sie im Mai 1962 geboren sind? Yes, I am. Das bin ich. Is it okay if I explain it? Kann ich das vielleicht irgendwo in Ruhe erklären, warum ich hier bin? Keine Sorge, es ist gar nichts Schlimmes. Es ist eine schöne Überraschung. Ich verstehe. Sind Sie aufgeregt? Und wie? Ich wollte eigentlich mit den Kids Basketball spielen und weiß nicht, was los ist. Es war wirklich schwer, sie zu finden. Ich bin so froh, dass es mir gelungen ist. Ist es okay, wenn wir jetzt gleich reden? Klar, kein Problem. Das freut mich sehr. Okay. Endlich. Ich habe echt nicht mehr dran geglaubt, aber ich habe Gregory gefunden. Oh. Ja, oh, oh mein Gott. Gott. Oh Gott. Das ist dein Papa. Ja. Unglaublich. Konntest du ihn noch erkennen? Bisschen? Es geht ja. Es geht. Aber ja. Schwierig, ne? Ja. Dein Papa ist dann mitgekommen und dann haben wir uns zusammengesetzt. Ja. Wir gucken, okay? Gerne. Geht's? Ja. Gregory, I'm here. Gregory, ich bin hier, weil dich jemand sucht. Es ist deine Tochter Sharon. Sie vermisst dich seit langer Zeit. Since a long time. How do you feel? Was fühlst du, wenn du hörst, dass sie sich so sehr nach dir sehnt? Ich bin sehr aufgeregt deswegen. Zu hören, dass sie nach all den Jahren nach mir sucht, ist überwältigend. Ich bin unheimlich stolz auf sie. Tell me your story. How come? Wie ist es damals dazu gekommen, dass ihr getrennt wurdet? Als ich beim US-Militär in Deutschland stationiert war, lernte ich Sharons Mutter Nada kennen und wir verliebten uns ineinander. Dann wurde sie schwanger. Wir hatten eine wunderschöne Zeit. Nach der Geburt gab ich unserer Tochter den Namen Whitney Sharon. Du nennst sie Whitney? Alles lief prima. Dann wurde ich zurück in die USA versetzt. Wir hatten vor, die Beziehung in den USA fortzuführen. Sie kam mit Sharon. Wir hatten eine tolle Zeit. Dann kippte die Stimmung, als sie unbedingt sofort heiraten wollte. Aber ich war gerade erst geschieden. Ich war einfach noch nicht bereit dazu. Aber weil wir eine gemeinsame Tochter hatten, war ich langfristig nicht abgeneigt. Aber sie wollte dann nicht mehr. Sie ging zurück nach Deutschland und hat dann aufgehört, mich anzurufen, und das war's. Ich habe dann Whitney einen Brief geschrieben. Eine Kassette mit meiner Stimme war auch dabei. Er kam leider zurück. Ich nahm an, sie seien umgezogen. Sharon hat dir mit 13 Jahren auch einen Brief geschrieben und keine Antwort erhalten. So, you didn't receive a letter. Den habe ich nie erhalten, niemals. Du bist sicher sehr traurig, dass ihr so viele gemeinsame Jahre verpasst habt. Ich habe so viel verpasst. Und jetzt hat sie keine Möglichkeit mehr, ihre Familie kennenzulernen. Was? In den letzten 5 Jahren habe ich viele geliebte Menschen verloren. Mein ältester Bruder ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Meine Mutter ist an Alzheimer gestorben. Meine Schwester ist an Herzversagen gestorben. Sie hat Sharon so sehr geliebt. Sie haben nur eine kurze Zeit miteinander verbracht. Sie war verrückt nach ihr und hat immer von ihr gesprochen. Letztes Jahr ist dann noch meine einzige Tochter an einer Autoimmunkrankheit gestorben. Meine Mutter, meine Schwester, Sharons Schwester und mein Bruder. Alle in den letzten 5 Jahren. Das ist sehr traurig. Was bedeutet es für dich, dass deine Tochter genau jetzt wieder in dein Leben tritt?
Ich weiß nicht, ob es Gottes Plan war. Dann eine Zeit lang dachte ich, ich hätte kein Herz mehr, weil ich nichts mehr gefühlt habe. Jetzt habe ich mein Herz zurück. Kannst du mir sagen, wie dein Leben heute aussieht? Ich lebe hier in Georgewood mit meiner Freundin Adela. Wir sind seit einem Jahr zusammen. Ich arbeite als Lastwagenfahrer in Atlanta. Ich liebe Sport, Kinder und Menschen. Ich gehe jeden Sonntag in die Kirche. Ich bin ein bodenständiger Typ. Für mich ist es das Schönste, wenn die Menschen um mich herum glücklich sind. Ich habe dir ein paar Bilder mitgebracht. Das ist Sharon an ihrem ersten Schultag. Was für ein süßes kleines Mädchen. Und so sieht Sharon heute aus. Sie ist eine wunderschöne Frau. Jetzt hat Sharon ihre eigene kleine Familie. Und du bist Großvater. Das sind Jeffrey und ihr Sohn Jaden. Er ist 3 Jahre alt. Eine wunderschöne Familie. Sharon hat Jeffrey gesagt, dass sie ihn nicht heiraten kann, bevor sie dich gefunden hat. Denn es ist ihr größter Wunsch, dass ihr Papa sie zum Altar führt. Das werde ich sehr gerne tun. Hello, Whitney, my daughter. Hallo, meine Tochter. Daddy missed you so much. Du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr ich dich vermisst habe. I love you. Ich liebe dich immer noch so, als wärst du erst gestern geboren. Ich hoffe, du lässt mich in dein Leben, so wie ich dich in meinem willkommen heiße. Wir hatten so viel nachzuholen. Ich kann es kaum erwarten, dich fest in meine Arme zu schließen. Ich liebe dich von ganzem Herzen. Dein Papa ist genauso aufgeregt wie du und würde dich, glaube ich, von Herzen gern jetzt in die Arme schließen. Wir schnaufen noch mal durch und ja. Gehen hinter. Ja. Ja. Dankeschön. Vor über 25 Jahren wurden Gregory und seine geliebte Tochter Whitney Sharon getrennt. Jahre voller Leid und Ungewissheit mussten beide überstehen. Doch die können nun endlich vorüber sein. Du hast jetzt die Möglichkeit, zu deinem Papa zu gehen. Und dann wird alles gut. Ja? Ja? Guck mal, der wartet da. I'm so happy for you. It's so good to see you together. And I wish you all the best. Alles, alles Gute für Danke. Euch zwei. Ja, vielen, vielen Dank. Alles Gute. Dankeschön. Trotz Jahrzehnten der Trennung ist es, als hätten sich Vater und Tochter nie aus den Augen verloren. Sharon und Gregory blicken nun endlich in eine glückliche, gemeinsame Zukunft, in der niemand mehr allein sein muss.